Herzlich willkommen zum Wunschprojekt. Das diesmal ausgewählte Game ist U-Boot. Ja, ich weiß, es ist zwar schon wieder nur eine Stimme und nein, die ist nicht von mir, Leute, aber ich werde dafür sorgen, dass beim nächsten Mal das besser läuft. Versprochen, okay? Und eine Stimme ist wie gesagt auch eine Stimme und deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Damit herzlich willkommen zum Wunschprojekt. Ihr habt abgestimmt und heute spielen wir U-Boat. Für alle, die das Spiel nicht kennen, ist es ein Sandbox-Game, in dem man sein eigenes U-Boot verwaltet und Missionen erfüllt. Ich sag mal, spielen wir gleich mal los. Die Ladebildschirme dauern hier etwas länger, aber das ist ein neuer PC, also der hat mehr Leistung, es sollte schneller gehen als bei meinem alten. Also im Tutorial wird das einem ja sehr gut gezeigt, aber wir spielen mal den normalen Sandbox-Modus. Okay. Ich habe noch nie einen Flugzeugträger so erlebt. Haben Sie Herr Kaloy? Eine Meldung. Okay, verschiedene Mitteilungen. Folgende Patrouille, U96. Wir sind das U96. Okay. So, aus Ihrem Stand. Also Radio würde ich gerne anmachen, sonst könnte ich Urheberrechtsprobleme bekommen und darauf habe ich keinen Bock. Dieses Kack-Mauskabel. So, jetzt. Also wir haben halt hier unser U-Boot, man kann hier so ranzoomen, sieht man das. Also ich feiere das echt. Das Game, das ist echt geil. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nur mal gucken, vielleicht verlinke ich es euch in der Videobeschreibung. Und dann gehen wir mal ins Lager. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Das ist unser Lager. Und hier kann man halt alles mögliche kaufen. Wir haben einfach nur 6000 halt. Was gibt's? Eins, was ich diesem Spiel kritisieren muss, man kriegt viel zu viel Geld. Also, das ist echt, am Anfang hat man zwar noch ein bisschen Nöten, aber irgendwann, also, das ist halt so, später im Spiel, wird man so viel Geld haben. Also allein schon nach der ersten Mission hat man so viel, dass man den ganzen Shop leer kaufen kann. Also Torpedos, das ist natürlich das, was euch interessiert. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen reinkuppeln. So Leute, ich melde mich mal aus dem Schnitt. Die Aufnahme ist so lang geworden, also die ging 5 Stunden lang. Die kann ich nicht einfach so hochladen. Das bedeutet, die erste Mission habe ich komplett rausgeschnitten, war auch nicht so langweilig. Dafür war die zweite Mission umso spannender. Im Real Talk, das war das Spannendste, was ich in dem Spiel wirklich je erlebt habe. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit der Aufnahme. Zu Befehl. Kapitän? Zu Befehl. So, dann ist das dann mal so gut. Dann fahren wir mal los. Schneller, schneller! Offener See werde ich dann nur auf halbe Fahrt schalten. Oh, ich merke gerade, dass er hier verdammt müde ist. So, ist noch kein Fortbewegungsmodus. Hat sich noch umentschieden. Ansehen 0% Fortschritt zunächst Ansehens, dieses Ansehenspunkt werden, um beliebige Häfenverbesserungen zu erwerben. Ah.
Gleich fahren wir dran vorbei, dann geben wir mal Gas. Ich glaube, das werde ich dann auch mal schnell von dort durchlaufen lassen. Schlaf bekommt. Ach, da oben werden auch die Stunden auf See aufgezählt. So, schicke ich den mal wieder dahin. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und mach mal was anderes, und zwar der Herr Kühler. Na, mit 600 Kilo Essen. Boah, Alter. Ein Tag auf See schon. Oh ja, was wir noch gar nicht getan haben. Speichern. Speichern ist wichtig. So, speichern wir mal. Okay, weiter geht's. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Mal gucken, wie tief haben wir es hier? 20 Meter. Wir können in... Wir sollten abtauchen. Auf Seerohrtiefe gehen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, wir reden mal am Redelein. Schnell melden, kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Jetzt trägt er am Rädchen da unten. Hoffentlich hält er sich auch daran und taucht nie wieder auf 10 Meter oder so. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wechseln auf E-Motor. Ich halte es nicht mehr aus. Oh mein Gott. Herr Kaloy? Scope. Hoffentlich bleibt er auch bei der Tiefe. Schneller, schneller! 6 Stunden. 20 km/h. Sehen, ob wir jetzt die erste Beute machen, Leute. Kleiner Wurf, es ist ein einziges Schiff, das wir wohl noch versenken können. Ist das ein Zerstörer? Alarm! Auf Gefechtsstation! Halbe Fahrt. Kapitän? Torpedokurs berechnen. Es könnte sein, erst im Spiel. 19. Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich ruhiger Seegang. Thank you.
jetzt auf diese Koordinaten setzen. Ja, sagen wir 4,5 Kilometer. Herr Kaloy? Besser. Mal gucken, das ist jetzt nur so ein Test. Rohr 1 bewässert. Los! Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 1 geladen. 30 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Herr Kaloy? Anscheinend zu. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Das ist nicht einfach mit dem manuellen Einstellen. Das muss man ein bisschen üben. Also ich mache es meistens nur, wenn das Spiel rumbackt, dann im Stehen ist. Okay, das ist dann hilfreich. Kurs setzen. Eine leichte Schlägung, so gleich der Sauerstoff wieder muss. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedo. Ach, jetzt. Nein. Versuchen wir mal. Tanks anblasen. Auftauchen. Legen Sie den Kurs an. Dann fahren wir weg. Schneller, schneller. Wechseln auf Dieselmotor. Legen Sie den Kurs an. Kapitän? Torpedo ausrichten. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Legen Sie den Kurs an. Das verstehe ich nicht, warum es denn im Sturm ist. Jawohl. Okay, ne? Und jetzt hat schon wieder das, die Sicht nach. Weißt du, was machen so? Auftauchen. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor! Kaloy. So, Leute. Schnell beim Luftkompression. Das ist wichtig. Treffer.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kapitän? Kurs setzen. Torpedo ausrichten. Oh, 90% Wahrscheinlichkeit. Tor 3 bewässern. Die haben ein Problem jetzt. Rohr 3 bewässert. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Das wird wehtun, Leute. Treffer. Minimale Schäden. Minimale Schäden. Legen Sie den Kurs an. Herr Kaloy. Schornstein. Na klar. Feuer an Deck. Achtung. An. Mal gucken, was die noch machen werden vor dem Spiel. Herr Kaloy? Kapitän? Deck. So, Leute. Feuer an Deck. Wir schießen jetzt mal ein Loch an die. Oh, ja, dazu setzt sich schon mal eine Zeile von oben. Ja, das ist weg. Hinter den Leute. Damals konnte man die nicht abschießen.
Damals konnte man aber auch die Leute mit Schlaf. Kapitän? Kann man jetzt? Geht nicht. Wir haben die Beobachtung. Und du gehst an den Kartentisch. Ne? Zu Befehl. An den Kartentisch. Warte mal, da war mal was von. Man konnte. Ja, tauchen nach dem. Wir werden das mal versuchen. Kurs setzen. Zu Befehl. Wir uns gleich an. Wenn wir uns auch jetzt umsehen. Wenn wir von Deckungsspielen zu nicht vorhaben, dein Feind vor unserer Mission bekannt, wir werden bald zum Hafen. Dein Feind vor unserer Mission bekannt, wir werden bald zum Hafen zurückkehren. Okay. Leute, das ist Mission abgebrochen. Wir müssen immer noch zur Auswahl. Jawohl. Schneller, schneller! So, ich glaube, wir sind jetzt direkt über dem Wrack. Mal gucken, ob wir diesmal tauchen können. Also nach dem Update endlich mal. So, wir nehmen uns jetzt einfach hier. Wir können noch zu Bett gehen. Wir sind müde. Ei, ei, Herr Kaloy. Und der Radiomann auch. Ei, ei, Herr Kaloy. Dann nehmen wir die Dieseltante hier. Herr Kaloy. Bestätigt. Und er soll sich wieder auch mal zukommen. Bestätigt. So, jetzt soll er hier nach oben gehen. Herr Kaloy. Kapitän. Nicht selbst von sich selbst aus nach oben gehen will. Na komm. Wir sind verbuggt, das ist gängig schon. Mal gucken, ob es jetzt geht am Update. Vielleicht sollte ich es mir auch mal wünschen, ein Tutorial ansehen. Aber irgendwie. Warum das jetzt nicht geht? Und da tauchen. Fuck, tauchen. Ja, geht wieder nicht. Ja, dann kann ich auch nichts machen. Dann kann ich immer zu freuen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Links da abgeben. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann hat sich wieder ein Motor gemacht. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, muss auch mal zu Bett. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, Leute, dann geht's jetzt weiter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Let's go. Schneller, schneller! Ja, nicht zu vergessen. Speichern. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Immer speichern. Das war's auch wieder mit der Küste. Alarm! Auf Gefechtsstation! Die Schnellboote sollen auf keinen Fall tauchen. Die haben Torpedos. Jawohl. Also müssen sie. Zu Befehl.
kämpfen mit allem, was wir haben. Es kann sein, dass wir nochmal neu laden müssen. Das sind echt viele. Herr Kaloy? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedos abgeschickt. Herr Kaloy? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die Koordinaten treffen jetzt. Kapitän? Deck. Oh ja, haben wir noch eins in Drängen gebracht. Gut. Torpedos haben schon mal vier. Das Boot hier. Mit Feuer. Jawohl. Und damit wir volle Fahrt rückwärts haben. Okay. Herr Kaloy? Die haben Torpedos abgeschickt. Ist immer noch nicht auf dieser Route. Die wollen uns rammen. Herr Kaloy? Kapitän?
Kurs an. Na, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Treffen Sie uns. Herr Kaloy? Alter, das ist unglaublich. Okay, Panzerschiffe haben wir versenkt. Okay. Viele Torpedos, viele. Herr Kaloy? Schiff versenkt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Waren die nicht schlecht? Vielleicht soll ich. Kapitän? Dingsbums sagen. Wir sollen mal einen von denen manieren. Herr Kaloy? Mach sie fertig! Ja, mach sie fertig. Mach mal fertig. So, irgendwie. Ich könnte das Ding da verstecken. Ich muss ein bisschen nachdenken, wie wir durch die Torpedos führen würden. Ich verfehle uns so. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy? Okay, ich habe noch das Augen. Wie machen wir das jetzt? Man befindet sich im kritischen Zustand. Dings. Kapitän? Alle Torpedos haben ein Fragezeichen. Vielleicht wissen Sie, wisst ihr was, machen so? Speichern noch einmal. Und zwar hier noch zwei. Mein Gott, jetzt habe ich nicht geguckt, unter welcher Datei. Doppelklick geht auch aus Speichern. Hoffentlich haben wir nicht unter einer Datei, wenn wir das jetzt verkacken sollen, die so viel neu machen muss. Nee, ihr seht das ja nicht. Reparatur? Warum ist bloß kaputt gegangen bei uns? Schnellboote mit Torpedos abschießen kann man schon vergessen. Das kannst du nur mit den Schützen. Triffst du nicht. Wir haben noch drei Boote auf dem Radar.
Herr Kaloy? Brand ausgelöst. Prüfen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Oh, das Schnellboot hat Feuer. Verlieren so langsam Leben, das ist das Problem. Herr Kaloy? Macht den ganz schwer Schaden, so sagt man. Verbraucht Unmengen. Mal gucken. Okay, das Schiff A ist schon untergegangen. Bericht können wir senden. Sind wir noch bei welchem Schiff? Ist der ein Kuder gedacht? Schnellboot. Es brennt. Da haben wir noch ein Schnellboot. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wissen wir was? Wir müssen Feuer einstellen. Kapitän? Die werden schon untergehen. Aber das Problem ist, wir müssen. Erledigt, Schaden repariert. Ist auch untergegangen. Shift und Tab. Oh mein Gott, was war das? Ja, es lebt noch ein Boot, Leute. Oh, ich weiß, das nervt. Herr Kaloy. So, ein Boot. Direkt. Ich sehe es momentan noch nicht. Mach sie fertig! Nein, nein, nicht fertig machen. Nicht fertig machen. Kein Fall. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Noch 5 Schuss, das macht nicht. Warum weiß ich zwar nicht, ich sehe das nicht. Ganz ehrlich. Legen Sie den Kurs an. Herr Kaloy? Leute, das sind eine Menge Torpedos. Das kann rumsen gleich.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Dann machen wir weiter mit der Mission. Will ich auf Paul, bevor da noch was passiert. Was? Große 13 bis 29 Schiffe. Kurs setzen. Ja, lecko mio. Ah, spät. Spät. Dann müssen wir mal am Schluss.